Hallo zusammen, willkommen zum dritten Teil der Tutorial-Serie. Heute geht es um den Motorheber. Der Motorheber steht hier. Ich glaube, den gibt es in der ersten Garage gar nicht. Nagelt mich aber nicht drauf fest, ich bin mir nicht sicher. Weil hier vorne steht ja auch noch einer. Allerdings ist das hier, den kann ich da nicht drauf verwenden, weil hier werden Motoren auseinander oder zusammengebaut. Deswegen funktioniert nur der, dass wir den verschieben können. Den verschieben wir jetzt zur Hebebühne A. Jawohl. Und bevor wir den Motor auseinanderbauen, beziehungsweise rausheben können, gibt es einige Sachen zu beachten. Zum einen, alle Teile, die mit dem Motor verbunden sind, müssen ausgebaut werden. Das ist in diesem Falle meistens erstmal den Auspuff ab, das Getriebe ab. Wir haben hier ein heckangetriebenes Fahrzeug. Da müssen wir halt die Antriebswelle abbauen. Und dann müssen wir hier den Anlasser abbauen. Bei einigen Fahrzeugen halt nicht. Da sitzt der Anlasser woanders. Das Schaltgetriebe. Bei dem Teil bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich baue es mal komplett auseinander. Eventuell kann das sitzen bleiben. Das Getriebe selber muss aber auf jeden Fall runter. Weil sonst kriegt ihr den Motor ja vorne nicht raus. So. Das dürfte an diesem Fahrzeug alles gewesen sein. Bitte beachtet, bei frontangetriebenen Wagen sind die Antriebswellen hier noch. Die müsstet ihr dann auch abbauen. Aber so sollte das jetzt gut sein. Wir schauen mal. Andere Seite. Lassen den Wagen runter. Öffnen die Motorhaube, Motorheber anklicken und herausnehmen. Okay, er möchte jetzt noch, dass wir das Öl ablassen. Das macht natürlich Sinn. Das muss irgendwann wahrscheinlich mal reingepatcht worden sein, weil ich hatte das bisher noch nicht. So, Gerät verschieben zur Hebebühne A. Gerät benutzen. Und wegstellen. Wieder runter. Und herausnehmen. So, jetzt alle, wo ist der Motor hin? Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich hatte auch gedacht, der hängt da dran. Aber den können wir jetzt auf den Motorheber packen. Mit Nutze den Motorheber. Wir haben nur diesen zur Auswahl. Und dann packt er den da drauf. Und dort können wir alles machen, was wir dort auch machen könnten. Mit dem Vorteil, wenn ihr beispielsweise Ölwanne löst oder sonst irgendwas, würdet ihr andauernd Hebebühne hoch, Hebebühne runter, rumkrabbeln, um da Schrauben zu lösen, dit und dat. Und hier geht das, Moment, ganz einfach. Ihr könnt entweder, wie gesagt, mit C in den Crouch-Modus daran oder auch Motor nach rechts drehen, noch weiter nach rechts drehen. Ah, guckt mal. Da haben wir dann die Ölwanne. Ich finde, das ist eine super Sache, das Teil. Sollte in keiner gut sortierten Werkstatt fehlen. Okay Leute, wenn noch Fragen zum Motorheber sind, dann in die Kommentare damit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut und ciao, ciao.